Guten Abend, willkommen zum FCB Total. Ja, das hat man sich aus Basel sich ganz anders gestern im Tessin vorgestellt. Es ist de facto enttäuschende Leistung vom FCB gegen Lugano und damit hat man auch die Tabellenführung verpasst. Darüber und noch mehr reden wir heute in der Runde zusammen mit der Sport- und FCB-Journalistin von der BZ Basel, der Selin Feller. Willkommen. Und mit der FCB-Legende und unserem Experten Ernie Meissen. Salut Ernie. Salut Chris. Ja, das war ein bisschen eine stotterige Rückkehr, Selin, in Alltag. Das kann man ziemlich gut so bezeichnen. Ja. Man darf davon ausgehen, dass es nicht einfach wird werden in Lugano. Das war es die letzten paar Mal schon nicht gesehen. Die letzten drei Spiele hat man, glaube ich, verloren. Aber es ist an und für sich aufs Ganze ist zu wenig. Es ist zu wenig gekommen, es ist gegen Führer, es ist ideenlos. Und man hat irgendwie nie wirklich das Gefühl gehabt, als würde der FCB jetzt den Match können, so nehmen, dass ein Sieg daraus resultiert. Das ist zu wenig. Ja, dann schauen wir doch drauf. Also die Ausgangslage war ja eigentlich gut aus Basler Sicht. Der FCZ der hat ziemlich super verloren beim Meister IB. Der FCB hätte können die Tabellenführung übernehmen. Aber es gibt ein Problem. Seit November 2019 hat man im Tessin nicht mehr können gewinnen. Und die Serie ist auch gestern nicht gerissen. Der FCB verpasst gestern den Sprung an die Tabellenspitze und reist enttäuscht aus dem Tessin mit nur einem Punkt wieder heim. Seit knapp zwei Jahren hat Rot-Blau in Lugano nicht mehr gewinnen. Beide Spiele im Tessin von der letzten Saison sind sogar verloren gegangen. Und auch der Ausgleich von Lugano in der zweiten Halbzeit erinnert stark an die letzten Duelle im Gornaredo. Wir wissen das, haben uns auch darauf eingestellt, dass Lugano natürlich versucht, im Umschaltspiel uns weh zu tun. Das haben wir in den letzten zwei Spielen, die wir hier hatten, haben wir das mitbekommen und hat uns Punkte gekostet. Und wenn man jetzt das gesamte Spiel anschaut, ist es ein korrektes Resultat, aber ich bin sicher nicht zufrieden mit dem Resultat. Es war keine gute Leistung von uns, ich glaube, das muss man so sehen. Aber ein Punkt mehr, wie auch schon hier unten, nehmen wir auch mal. Dass es nicht zum Sieg gelangt, hat auch damit zu tun, dass sich der FCB im Gegensatz zum Saisonstart schwer tut, Chancen zu kreieren. Ja, wenn man dann auf Ursachenforschung geht, dann kommt man vielleicht auch mal irgendwie auf den Punkt, wo man sagt, dass es natürlich im Hinblick jetzt auf den Match nicht optimal ist, wenn du auf einmal dann drei, vier neue drin hast, wo ich jetzt für mich persönlich maximum ein Training mitgemacht habe. Aber ja, so ist die Situation. Der Dan und euch, der kennt den Schweizer Fußball, also von dem her ist das auch kein Problem gewesen. Man weiß auch, wie wir spielen. Darum haben wir gerade die Möglichkeit gegeben, um den Dritten zu finden. Beim Joelson und beim Tavares ist es schon so, dass die haben jetzt von der Nazi kommen. Also, darum habe ich dann auch noch ein bisschen gewartet. Eigentlich auch nicht unbedingt geplant, dass sie heute dann schon bringen. Aber so wie das Spiel dann verlaufen ist, ja, habe ich das mit einem guten Gefühl gemacht. Mit einem guten Gefühl schaut Patrick Kramen auch in die Zukunft und freut sich auf die nächsten Aufgaben. Es werden wieder Spieler zurückkommen, die jetzt ja, schon ein paar Wochen uns fehlen. Der Konkurrenzkampf wird steigen und die jungen, die neuen Spieler, die werden auch jetzt neu integriert werden. Wir haben sehr viel Spiel und dementsprechend wird es auch Spielzeit geben. Und bei den englischen Wochen, die der FCB vor sich hat, ist die Größe des Kaders natürlich ein Vorteil. Jetzt geht es darum, die Spiele möglichst schnell zu integrieren. Ja, Ernie, ist der Schwung schon wieder vorbei vom Saisonstart? Ja, was heisst vorbei? Das war jetzt ein Spiel, wo man vielleicht wieder in alte, schlechte Tugenden zurückgeht ist. Eben, keine Überraschung nach vorne, ein bisschen zu passiv, man hat keine Chancen können kreieren. Klar hat das Lugano gut gemacht, klar sind die hinten reingestanden, aber man ist auch viel zu wenig schnell, hat man mal nach vorne gespielt. Man ist denen mit dieser Spielweise natürlich entgegengekommen. Und ja, der Schwung, den man hatte, der ist im Moment nicht da. Und das ist eigentlich schade, weil man hat ja Voraussetzungen zu diesem Spiel. Hat man ja gewusst, man hat gewusst, Zürich hat verloren. Wir können mit einem Sieg an ersten Platz kommen. Und man kann auch IB durch das distanzieren oder auf Distanz behalten. Und darum hat mir das nicht so ganz gepasst, wie die ganze Mannschaft in diesem Spiel auch aufgelaufen ist. Es ist sicher auch für die Fans ein enttäuschender Auftritt gewesen. Selin, sind wir wieder an dem Punkt, wo wir darüber diskutieren müssen, gegen die kleinen Punkte liegen? Ist vielleicht noch ein bisschen früh, gerade jetzt in dieser Saison, aber man muss schon, ich finde, als FCB anders in so ein Spiel reingehen. Gegen Lugano musst du gewinnen.
wenn du willst irgendetwas rissen und gerade wenn du noch die Chance hast, Erster zu werden, wenn du die Chance hast, IBE noch weiter zu distanzieren, dass so Chancen musst du nutzen und da musst du ganz anders auftreten. Gerade auch Spieler wie Paytim Kasami nehme ich da in der Verantwortung, weil mehr müssen liefern, müssen irgendwie einen Unterschied machen und dann ist es keine Ausrede, wenn jetzt halt mal Esposito fehlt oder Cegrova immer noch nicht zurück ist. Stichwort Paytim Kasami. Wieder in der Startelf gesehen gestern. Wie siehst du ihn bislang? Also, ich kann es noch nicht anknüpfen und das, was er letztes Jahr zeigt. Nein, überhaupt nicht. Wobei, es wäre jetzt falsch, nur auf ihm rumzuhacken. Er ist genau gleich untergegangen wie andere auch. Ich meine, kämpferisch kann man nicht einmal einen Vorwurf machen. Defensiv kämpferisch sind sie da gewesen, aber die Ideen haben gefehlt. Und wenn man so ideenlos und so emotionslos dann zum Gewinn auf den Platz kommt, dann ist man nicht gut eingestellt, dann stimmt das nicht. Und wir haben es ja schon anders gesehen, man weiss ja, sie können anders, sie können begeisternden Fußball spielen und das war aber hier nicht der Fall gewesen. Entweder hat man das Gefühl, ja, das kommt dann irgendwie dann schon und so, oder eben, man war nicht bereit auf das Spiel und klar hat man dort unten schon verloren und nur unentschieden gespielt, aber das ist eine neue Situation, eine neue Mannschaft, ein neues Spiel und vor allem eine super Ausgangslage, um auf den ersten Platz zu kommen mit einem Sieg. Und dann kannst du nicht auf den Platz kommen, wie wenn du froh bist, dass du vielleicht nicht verlierst. Und diesen Eindruck hat man gehabt und das ist ein Rückschlag und das ist eine Enttäuschung gewesen. Und da muss man wirklich schauen, dass man so schnell wie möglich das wieder ändert, dass das nicht in den Hinterköpfen bleibt. Kreativität ist Stichwort. Was soll denn das bringen, deiner Meinung nach? Also ein Esposito, der zum Beispiel gefällt, der ist so für besondere Momente wie ein Checo, der auch Balassios hat gespielt, aber ist noch nicht so der Garder, den sich alle wünschen. Gut, er hat gestern auch eine Reihe weiterhin gespielt, also sonst normalerweise spielt und dann finde ich, hängt es auch nicht an ihm. Ich finde aber gut, Fabian war auch weit hinten, gewesen, aber auch Valentin Stocker muss da mal irgendeine Idee haben, mal eine Seitenverlagerung machen. Auch Raul Pedretta muss, finde ich, mehr bringen, als zweimal vorlaufen und gefoult werden. Und eben auch Kasami, nicht zum nur auf ihm reiten, aber er kann das. Er hat den Fuß, um den Pass in die Tiefe reinzuspielen. Und dann haben wir natürlich die zwei, die gefoult haben. Aber ich finde, die Mannschaft ist mittlerweile so gut austariert, auch Michi Lang auf der rechten Seite. Da muss von jedem ein bisschen mehr kommen. Und es hat genug Spieler, die einen guten Fuß haben, um mal das Bässchen zu spielen, das ein Lugano vielleicht nicht spielen kann. Schauen wir mal schnell auf die Buchhaltung. Nach 6 Matchen in der neuen jungen Meisterschaft. Der FCB ist eben nicht Erster. Er ist hinter dem FC Zürich auf Rang 2. IB den Match weniger. Kann auch noch anrücken. Ansonsten ist das alles noch ziemlich gut beieinander. Ernie, wir haben Fabian Frey angesprochen. Unter Raphael Wicki hat Fabian Frey mal gesagt, Klarheit will er, was seine Position angeht. Also wenn er Verteidiger sein soll, dann ist er Verteidiger. Und wenn er Mittelfeldspieler sein soll, ist er Mittelfeldspieler. Er will nicht umgeschoben werden. Hast du das Gefühl, er wird wieder umgeschoben? Ich denke, er wird dort eingesetzt, wo man ihn im Moment braucht. Und man hat ja auch in der Verteidigung ein bisschen Probleme jetzt mit dem Schömer gehabt. Zum Glück kann er das spielen. Und ich finde, ein Spieler, der auf mehreren Positionen kann spielen, das ist immer gut. Und wenn der Spieler selber sich, ich sage jetzt mal, damit abfindet, dass er das kann oder halt auch mal muss, dann merkt er doch selber auch, wie wertvoll das er ist. Dass er halt dann nicht immer auf jeder Position eine Spitzenleistung vielleicht dann mal bringt, das gehört halt dann auch dazu. Aber trotzdem, das ist dem geschuldet, dass er halt je nachdem überall mal spielen muss, sich vielleicht nicht auf eine Position kann festlegen oder festsetzen. Aber ich finde das sehr ein positiver Punkt, dass er das kann. Die Polyvalenz von Fabian Frey hat ihn auch zurück in die Nazi gebracht. Wo siehst du eher? Ganz schwierig. Ja, eben. Für mich ist er eigentlich eher ein Sechser, wenn nicht sogar noch eine Reihe weiter vorne. Weil dort hat er gerade in der letzten Saison unter Marcel Koller gezeigt, was für grossen Wert er kann haben, wenn er dort eins weit vorne ist. Aber ich finde, gerade auch in der Situation, in der FC Basel aktuell ist, ist er hinten vielleicht im Moment mehr wert, weil er einfach die Ruhe gibt in einer Abwehr, wo sehr viel durchgewechselt wird. Und man kann einfach froh sein als Trainer, wenn man so einen Spieler hat. Und ich glaube, wenn man Fabi auch ganz klar sagt, du bist eigentlich als Innenverteidiger geplant, aber wenn es dich halt braucht, dann rutschst du eins führen. Ich glaube, dann kann er auch mit dem leben. Und dann ist nicht mehr das Gefühl, wie unter Raphael Wicki, mal bin ich da, man schiebt mich an, wo es mich gerade braucht.
Ich sehe ihn eher auf dem 6, aber gerade mit der Kaderzusammenstellung, die man im Moment hat, finde ich, ist er dort sehr gut aufgehoben. Ist das ein guter Schachzug für Patrick Ramm? Also Patrick Ramm hat ja an sich schon die Qual der Wahl. Also vor der Nazi-Pause ist ja personell die Post abgegangen beim FCB. Kaum habe ich persönlich je so einen hektischen Deadline-Day, wie man es so schön sagt, erlebt in Basel. Der FCB, der hat aufgerüstet und sendet ganz klare Signale Richtung Hauptstadt. Viel ist spekuliert worden und lang ist es auf der Kippe gestanden. Am Ende ist der FCB Goalgarant noch da. Der FCB schafft es, den Arthur Gabriel zu Basel zu behalten. Es grenzt schon fast an ein Wunder, denn die Zahlen und die Leistungen des Brasilianer in der bisherigen Saison, die sprechen für sich. Der Abgang, der ist eigentlich nur mehr die logische Konsequenz und auch weiterhin nur eine Frage der Zeit. Doch sein Verbleib, der macht Hoffnung. Hoffnung auf Erfolg und Hoffnung auf Titel. Doch nicht nur der Brasilianer bleibt, der FCB rüstet nämlich noch mehr auf. Selten oder noch gar nie hat man so einen hektischen letzten Transfertag rund um Rot-Blau erlebt. Supertalente aus Portugal, den Niederlanden und aus der Schweiz werden geholt und kein einziger Leistungsträger wird abgegeben. Es ist ein Ausrufezeichen, das der FCB am Deadline-Day setzt. Und nicht zuletzt eine Kampfansage in Richtung Bern. Doch kann man Erfolg einfach einkaufen oder besser gesagt auslehnen? Und wie gross ist die Gefahr, dass man sich am Ende verpokert? Ja, Sven, da ist einiges los gewesen. Und ich sage es mal so, ohne zu darüber diskutieren, mit diesem Kader muss und will man Meister werden. Das Kader stellst du nur so zusammen, wenn du den Anspruch hast. Ja, ich würde behaupten, David Degen hat alles, was er kann, gemacht, um zu zeigen, wir wollen Meister werden. Er weiss, nur der Meisterweg ist der, wo man in die Champions League kommt, wo man das grosse Geld holen kann, wo man wiederum noch mehr investieren kann. Und das ist für mich, so wie sie agiert haben jetzt in den letzten paar Tagen, bevor das Fenster zugegangen ist, ist für mich ganz klar das dahinter. Ernie, der Arthur Gabriel bleibt. Wieso hätte ich das überrascht? Ja, mit seiner Bilanz, die er hier an den Tag gelegt hat, hat es mich ein bisschen überrascht. Und trotzdem, das Transfer-Getue ist nicht so extrem, wie man das gemeint hat. Die ganz Guten, die können noch ein bisschen wechseln, aber alles andere, da ist man eher ein bisschen zurückhaltend. Was der FCB natürlich gemacht hat mit dieser Offensive, das ist auf der einen Seite, sieht das toll aus und so, aber man hat gleich keinen Ersatz für Cabral können holen. Man hat einen Haufen geholt. Aber für den Kabel, wenn der geht, hat man gleich keinen Ersatz, keinen einigermaßen gleichwertigen. Und ich finde, manchmal ist die Qualität halt ein bisschen besser als die Quantität. Man hat jetzt noch schnell 4 geholt, aber das gibt einen grösseren Konkurrenzkampf. Und der ist nicht immer nur positiv. Da hat es jetzt einen Haufen, die da jetzt dabei sind, die auch weiterkommen wollen. Und dann kommt dann irgendwann plötzlich halt auch die Rivalität, wieso spielt er und ich nicht. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das ist nicht nur gut, wenn man plötzlich sich einfach hier noch einholt, hier und dort. Und das könnte auch Probleme in sich bergen. Und ich habe jetzt gerade den Tavares gesehen, wo er reingekommen ist. Der hat 3 Pässe gebraucht, um zu merken, dass es in der Schweiz auch nicht so einfach ist, um schnell reinkommen und ein bisschen spielen. Der ist auch gerade mal auf die Welt gekommen. Das hat man dort gerade gesehen in diesen Aktionen. Und eben, sind Talent, sagt man und so, aber da fehlt dann auch noch viel, bis die richtig gut sind und selbst für, ich sage, das Schweizer Verhältnis richtig gut sind. Und darum, man darf das nicht nur überbewerten, dass man da jetzt noch schnell 4 Stück geholt hat. Also ich bin da nicht nur positiv dem gegenübergestellt. Ist das Kader überladen jetzt? Ich erachte es nicht als überladen, wenn man sieht, dass der FCB in 3 Wettbewerben drin ist, in einem, wo man wahnsinnige Reisen hat, wo man irgendwie muss zurücklegen muss. Man darf auch nicht ganz vergessen, dass sie im Sommer 7 Spiele mal schnell vor die Tür gestellt haben, beziehungsweise Verträge einfach auslaufen lassen haben. Auf der Kontingenzliste sind es nicht überrissen viel. Ich finde es von der Breite her ein gutes Kader. Es ist aber auch die Frage, wie man sagt, es sind junge Talente. Joelson, ja, er ist auf dieser Next-Gen-Liste, aber das heisst nicht, dass er auch hier einschlägt. Es schlägt nicht jeder so ein wie ein Esposito. Ich finde es eine spannende Mannschaft in einer Zusammensetzung, die vielversprechend ist. Aber ob das so schnell funktioniert, ob dann so ein Tavares mit dem Schweizer Fußball zu Schlag kommt, das ist so das, was ich sehe. Der Zeitpunkt ist einfach wahnsinnig spät, wo man die 4 Einkäufe noch gemacht hat. Und vor allem hat man keinen abgegeben. Und Jussi jetzt der Kalisene, der zu GC ja gegangen ist und auch nicht spielt. Hat sich auch überrascht, dass zum Beispiel eine E-Reihe
der Cermot oder Heidi Kosami da sind? Ja, beim E-Reis sagt man schon lange, er ist auf dem Absprung oder hat angeboten. Man ist erst weg, wenn es dann wirklich so ist. Und auch Kosami hat man gesagt, oh, der ist sich praktisch einig mit den Griechen und so. Das ist nicht so einfach. Und wie gesagt, man ist sehr vorsichtig heute mit Transfer, wo nicht ein Spieler kannst holen, der wirklich ein absoluter Hammer ist. Und selbst der Cabral hat vielleicht auch müssen merken, dass definitiv nicht mehr hin können zu den Konditionen, die du willst, das ist nicht so einfach. Und wie gesagt, darum ist er schlussendlich auch da, wenn er wirklich ein richtig gutes Angebot gehabt hat, Entschuldigung, dann wäre der garantiert gegangen, das ist doch so. Und ja. Du hast mit Cabral geredet. Mhm. Wir sind auch die Ersten gesehen, die das vermeldet haben, dass er da bleibt. Was hast du rausgespürt bei diesem Gespräch? Wieso ist er am Schluss nicht gegangen? Hat das Angebot nicht gestimmt oder gefällt es ihm das Basel doch zu gut? Eine Mischung aus beidem. Also er fühlt sich sicher sehr wohl hier, aber es ist, und das ist sehr deutlich herausgekommen für mich, einfach nicht das, was er erwartet. Er träumt von einer Liga, die grösser ist als Belgien oder halt einem Club, der besser ist als Royal Antwerpen. Ich behaupte, in Brasilien kennt der Club niemand, würde ich jetzt mal so sagen. Und das ist das, er will den richtig grossen Schritt und er macht nur den. Und da, das glaube ich ihm jetzt mal, geht es nicht mal primär ums Geld, sondern als Brasilianer musst du bei einem gewissen Verein spielen, damit du für die Nazi in Frage kommst. Und Royal Antwerpen gehört da nicht dazu. Und er denkt da sehr an Premier League, an Spanien, das sind so die, die er sich würde sehen in Zukunft. Der Patrick Rahmen hat jetzt mit so vielen Spielern natürlich auch eine Aufgabe. Wie haltest du die alle bei Laune? Ist das auch so eine? Genau, das ist sicher eine grosse Aufgabe, die man hat. Wie halte ich so viele angehende Talente, die ins Ausland wollen, vor allem? Wir reden jetzt nicht einmal nur von in der Super League spielen, sondern die wollen alle ins Ausland, die wollen alle weiterkommen. Und die miteinander unter einem Hut können zu behalten, das wird nicht so einfach, das ist logisch. Und darum, das wird die grösste Herausforderung werden, die überhaupt einmal dort zu integrieren, die ganz Neuen, die gekommen sind, und dann alle bei Laune behalten und jedem können ein bisschen erklären, wieso dass er halt jetzt doch nicht spielt und halt der andere spielt und schauen, dass sie eben, dass nicht der Neid aufkommt, wo dann eben, das ist halt menschlich, da jeder schaut am Schluss dann plötzlich für sich. Jetzt sind es vielleicht zwei, drei gewesen, die sowieso gespielt haben, dann ist das ja kein Thema, aber wenn es dann so viel sind und jeder Posten doppelt besetzt ist, und dann wird das schwierig und darum, das wird noch recht schwierig werden. Jetzt schwirrt ja irgendwo noch so ein strukturelles Defizit von über 30 Millionen rum, gell? Und dann bekommst du als FCB-Fernsehvideo, wir holen übrigens noch 4 U-Nazi-Spieler. Wo kommt das bei dir zusammen? Geht man da ein bisschen all-in, wenn wir so Tagepoker als Überschrift nehmen? Man geht sicher all-in, man ist aber natürlich auch gewisse sehr grosse Verdiener losgeworden. Jetzt in den letzten paar Monaten, sei das auf der Geschäftsstelle oder auf dem Platz, das fällt sicher ins Gewicht. Und ich glaube, es ist das All-in eben auch mit dem Hintergedanken, wenn du dann den Meistertitel holst und den Champions League kommst, dann holst du die plus minus 30 Millionen und dann hast du das Defizit von nächstes Jahr eigentlich schon wieder gedeckt. Und dort sehe ich die Rechnung, die sie machen, mit dem Hintergrund, dass man auch ein bisschen mehr Luft hat, weil gewisse Spieler, die jetzt da sind, weniger verdienen als gewisse, die es nicht mehr sind. Da muss sehr viel sehr gut laufen. Jetzt, wenn man 4 U-Nationalspieler, 2 aus Portugal, wir haben einen aus Holland, wir haben einen italienischen U-Nationalspieler, da rückt der eigene Nachwuchs natürlich gerade in den Hintergrund, gell? Also ja, da hat man abgegeben. 2 Bunyaku-Marschall hat man abgegeben. Also da ist kein Thema mehr von eigenen Jungen integrieren. Es ist nur der Chipperfield, der hinten noch ein bisschen wartet und so. Aber da ist dann gleich rum mit den eigenen Jungen. Man hat jetzt das halt wirklich anders verlagert. Man hat vielleicht auch gute Leihverträge können machen. Das wissen wir nicht, wie das aussieht und was die schlussendlich wirklich verdienen. Ich denke, die haben sich schon Gedanken gemacht, was können wir uns leisten, was können wir uns leisten, wenn es eben nicht so ist, dass wir Meister werden oder in der Champions League. Du musst ja mit dem zuerst mal rechnen. Du kannst nicht damit rechnen, jetzt machen wir das und dann sind wir nämlich Meister und gehen in die Champions League, weil die Ausscheidung wird noch viel schlimmer werden, als es jetzt war. Und darum, ich denke schon, dass sie dich da, das sind gute Leute in der Führung jetzt, die ein bisschen zusammenzählen können und die haben schon geschaut, was sie da machen.
Mein Bedenken ist eben nur das Kader. Ich schaue nur vom Kader aus, nicht von dem, was da finanziell geht. Und das Gefährlichste dort ist, wie gesagt, ist, funktioniert die Mannschaft denn immer noch so, weil sie jetzt wirklich extrem viel neue Zugänge, viel Talent von allen Vereinen, die werden dann vielleicht auch noch ein bisschen reinschwätzen, jedem Spieler sie beraten wird dann auch noch ein bisschen reinschwätzen, wenn es nicht funktioniert, und das ist nicht so einfach. Man sieht es im Fußball generell, also so Spieler kaufen ist ein bisschen out, auslehnen und mit Kaufoption ist sehr in, das ist ja noch eine neue Taktik, die jetzt der FCB anwendet. Was haltest du von dieser Taktik? Safety first? Finde ich nicht schlecht, weil dann hast du viel tiefer über Tag, wo du investierst und je nachdem halt ins Nichts investierst, wenn es nicht funktioniert, als dass du einen Spieler für 4-5 Millionen kaufst, was für einen FCB ein sehr hoher Preis ist, und dann geht es nicht auf. Also von dem her verstand ich gerade in so Dimensionen, wo der FCB denkt, das Modell sehr gut. Jetzt steht die Conference League auf dem Programm, also ist auch nicht gerade so um die Ecken am Donnerstag in Aserbaidschan. Bis zur nächsten Nazi-Pause, es sind nur noch englische Wochen, Bernie. Was meinst du, Karabach? Ja, für die Spieler ist ja das toll, wenn man so alle drei Tage spielen kann, sage ich jetzt mal. Das Schlimmste am Ganzen momentan sind die Reisen. Die werden am meisten Substanz brauchen oder die wenig Zeit haben, um die zu erholen. Das ist das Schlimmste am Ganzen. Und dann sind es noch Mannschaften, die ich nicht einschätzen kann. Du weißt nicht, wie das dort ist, wie es auf dich zukommt. Das ist nicht einfach und braucht eben enorm auch mentale Kraft und Substanz. Und da bin ich noch gespannt, was da gut, wunderbar. Merci euch beiden, sind ihr da gewesen. Der FCB spielt am Donnerstag, wie gesagt, in Aserbaidschan in der Conference League und dann am Sonntag im Göpp bei Rorschach-Goldach. Wir melden uns am nächsten Montag wieder. Adi miteinander.